The more you look at that outside of you, then umso mehr du das Äußerliche von dir betrachtest, that is where your problem begins. Desto mehr Probleme bekommst du. But look at the problem. Schau dir mal das Problem an. You know, in the world, in der Welt, we have things, as I said. Gibt es Dinge. But in man, doch im Menschen, there is a place in man. Gibt es einen Ort oder gibt es einen Platz? Because when I talk about man, I'm talking about man as a spirit. Also, wenn ich über den Menschen spreche, spreche ich über den Menschen als Geist. But man as a spirit has what we call a soul. Dieser Mensch, der Geist ist, besitzt eine Seele. And from their soul is where your personality is built. Aus der Seele heraus gewinnt der Mensch seine Persönlichkeit. So his person or his personality will either be an expression of God or an expression of what he identifies in the place in his soul called the mind to the things that are in the world. So, und dementsprechend ist es so, geschieht es dem Menschen, der Geist ist, nämlich in seiner Seele gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wenn der Mensch mit Gott verbunden ist, erlebt er in seiner Seele Sättigung, Liebe und so weiter. Oder der Mensch ist nicht mit Gott verbunden, was geschieht ihm? Aufgrund dessen, dass er mit Gott nicht mehr verbunden ist, ist er mit was anderem verbunden. Und dieses was anderem findet, und zwar innerhalb der Seele des Menschen, das nennt sich die Gesinnung, finden die Dinge, die in der Welt sind, wirklich ihren Platz in die Gesinnung des Menschen. So that is why Hebrews 1, the verse number 2 tells. Und deshalb sagt uns Hebräerbrief 1, Vers 2. Hebrews 1, the verse 2. Hebräerbrief 1, Vers 2. Okay, let me just read from the verse 1 to the verse 3. Also ich lese Vers 1, Vers 3. It says, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son. He has spoken unto us by his Son. What we said, his Son is life. His Son is the truth. His Son is in us. Whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. God, through his Son, has made the worlds. Ja, also Gott, durch seinen Sohn, hat er die Welten gemacht. Look at the verse number 3. So verse 3. It says, who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. He says, who being the brightness of his glory. Also der wirklich die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. The Son is the brightness of the glory of God. Der Sohn ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. We know what glory is, right? Wir wissen doch, was Herrlichkeit ist, oder? What is glory? Was ist Herrlichkeit? The glory of God. What is glory? Also was ist Herrlichkeit? Die Herrlichkeit Gottes? Glory is opinion. Okay. Glory is idea. Herrlichkeit ist Meinung. Herrlichkeit ist Idee. You know, because in the religious circle we look at glory as smoke. Also in der religiösen Kreisen, in religiösen Kreisen guckt man Herrlichkeit oder betrachtet man Herrlichkeit als okay Rauch oder was weiß ich, irgendwelche Aura, irgendwelche Atmosphäre und sonst was. Aber glory is the word doxa. Ja, in the Greek. Im Griechischen heißt Herrlichkeit doxa. In Hebrew is the word kabod. Es ist das Wort kabod im Hebräischen. Doxa means an idea, an opinion. Doxa bedeutet eine Idee, eine Meinung. So the Son, also der Sohn, which is the idea of God, ist der auch
die Idee Gottes ist. What did he say? He says is the brightness of the idea of God. Er sagte, er ist die Ausstrahlung der Idee Gottes. The express image of the person. The idea. A person is an idea. You know that? Also der wirkliche Abdruck seines Wesens, also das Wesen von Gott. Jesus Christ, Jesus Christus, the Son of God, Gottes Sohn, who lives now in us, der nun in uns lebt, which carries all these characteristics, und er trägt diese ganzen Eigenschaften Gottes, who has brought heaven inside of us, derjenige, der Himmel als Zustand in uns hineingebracht hat, he's in connection to God. Er steht mit Gott in Verbindung. His oneness with God. Er ist online mit Gott. So that is why he is the express image of his person. Ist er der Abdruck von Gottes Wesen. Is the brightness of the idea of God. Er ist die Ausstrahlung von Gottes Idee. Remember what does the Bible tell us about Christ? It says, in the beginning was the Word, right? He calls him the Word. The Word is an idea. The Word is a thought. Und was sagte die Bibel über Christus? Nämlich im Anfang war das Wort. Wort bedeutet auch Idee, bedeutet auch Gedanke. I said one time that man is a thought in the mind of God. Also ich habe wirklich vieles mit uns allen mitgeteilt. Und wenn man sich wirklich sich damit beschäftigt. Denn ich sagte mal einst, dass der Mensch wirklich Gottes Gedanke ist. He's a thought, man. You are this. You are a thought in the mind of God. So wie du bist jetzt, du bist ein Gedanke in Gottes Gesinnung. That is why many people, even in the New Age, they don't understand this concept. They say God is a universal mind. Und deshalb so in diesem New Age, also in dieser Esoterikbewegung, viele begreifen Gott nicht. Warum nicht? Weil sie sagen, Gott ist ein universelles Gedanken, das ist eine universelle Gesinnung. Because they look at it from that perspective. Weil sie das von diesem Blickwinkel sehen. Because man is an idea. Denn der Mensch ist eine Idee. In the mind of God. In Gottes Gesinnung. That is why Jesus Christ. Deshalb Jesus Christus is the Word. Ist das Wort. Because the Word comes from thought. Denn das Wort stammt aus Gedanken. And Peter tells us. Und Petrus sagte uns. That we are born again. Dass wir von neu geboren sind. By the incorruptible seed. Nämlich durch den unvergänglichen Samen. Which is the Word of God. Und genau dieser Samen ist Gottes Wort. But he's born again. Was heißt es? We are born the second time. Das heißt, wir sind zum zweiten Mal geboren. We entered into this world. Als erstes sind wir in die Welt gekommen. We fell into a deep sleep. Wir sind in einem Schlaf, tiefen Schlaf hineingekommen. Wir vergaßen, wer wir waren. And so we wake up again. Nun wachen wir auf. That is what it means to be born again. Und genau das heißt es, erneut geboren zu sein. Because we wake up from sleep. Denn wir wachen aus dem Komaschlaf auf. You know, in the book of Genesis, also im ersten Buch Mose, when God says he created man, als Gott aussprach, dass er Menschen schuf, and he said he put man, the man Adam, into sleep, als es dahin ging, dass er den Menschen Adam zum Schlafen gebracht hat, he says deep sleep. Dieser Mensch ist wirklich in Tiefschlaf. Why did God put Adam in deep sleep? Warum musste Gott Adam in tiefen Schlaf? Where did Adam come from? Wo kommt denn Adam her? He formed Adam. Adam came from God. Adam stammt aus Gott. Also Adam wurde zwar geschaffen, aber durch Gottes Odem wurde er lebendig. Adam was not the ground that was formed. Adam war nicht die Erde, wirklich die gebaut wurde. It was the breath. Adam war Gottes Odem. God caused Adam to fall into deep sleep. Dementsprechend bewirkte Gott, dass Adam tief schlief. God is the one. He's the one who caused us to all to sleep. Also Gott ist derjenige, der bewirkt, dass wir alle schlafen. When you look at that account, also wenn du diesen Bericht anschaust, there's nowhere the Bible says God wake up Adam. Es gab keine Aussage bezüglich, dass Gott Adam wieder wach gemacht hat. Everybody, jeder, each person, jeder, wakes up, wacht auf, individually, und zwar eigenständig. If God has to wake Adam, also denn wenn Gott Adam wach machen möchte, then all of us will be awake. Dann werden wir alle wach sein. We will never experience fall. Dann hätten wir den Sündenfall gar nicht erlebt. So everyone that comes out of Adam. Also jeder, der aus Adam stammt. Is an allegory. Genesis 1, 2, 3 is a great mystery. Erste Buch Mose, also die ersten drei Kapitel, sind wirklich große Geheimnisse. It's a big, big mystery. Also you know, at times we can't go deep because confuse some people. Es ist wirklich ein großes Geheimnis, weil
Wenn man tief geht, ohne das Grundwissen zu beherrschen, würde man durcheinander kommen. So that is why Jesus Christ is Adam. Jesus Christus ist Adam. Jesus ist Adam. Jesus ist Adam. Do you know that? Wusstest du das? I'm free to tell you that. Also Jesus. Also ich bin frei, um euch das zu sagen. Jesus is the last Adam. Ist der letzte Adam. Why did Paul call him Adam then? Warum hat Paulus ihn Adam genannt? Well, he's the Adam that woke up. Denn er ist der Adam, der wach geworden ist. So the first Adam, der erste Adam, was just giving way for the other Adam to come and wake up all humanity. Hat nur Platz gemacht, damit der letzte Adam die ganze Menschheit wach rüttelt oder aufwacht. And so this Jesus Christ, Jesus Christus also, with his everything that God is, der auch alles was Gott ist, he's the expression of God. Er ist der Ausdruck Gottes. He's the brightness of the idea. Er ist wirklich die Ausstrahlung der Idee. That is in the mind of God. In Gottes Gesinnung. Hidden in God. In Gott verborgen. That was expressed. Das zum Ausdruck kam. And we all behold his glory. Und wir alle haben seine Herrlichkeit, seine Meinung gesehen. We saw the idea. Wir haben Gottes Idee in as ihm. A man. Nämlich wir haben Gottes Idee als we Mensch gesehen. Only Jesus. Aber nicht nur Jesus. But you today. Wir alle. We are God's idea. Wir sind Gottes Idee. Full of what? Voller Grace and Truth. Gnade und Wahrheit. You are an idea. Also du bist eine Idee. That is what Jeremiah said. Deswegen sprach Jeremia in Jeremiah 29:11. In Jeremia 29:11. God is speaking. Also da sprach Gott. He says, I know the thoughts that I think towards you. Ich kenne die Gedanken, die ich für dich habe. Can you imagine that God says, I know the thoughts that I think towards you? Also kannst du dir das vorstellen, dass Gott sagt, ich kenne die Gedanken, die ich habe für dich? Why is God saying that? Warum sagt Gott sowas? God is saying that because what God is thinking is exactly who you are. Gott sagt sowas, weil genau seine Gedanken genau das bist du. The thought of God, Gottes Gedanke, is man. Ist der Mensch. That is why heaven asks God, the angel asks God. Deshalb haben die Engel Gott gefragt. So what is man that you are so mindful of? Nämlich, wer ist der Mensch, dass du in deiner Gesinnung ihn die ganze Zeit trägst? If you get into the mind of God, wenn du in Gottes Gesinnung hineinkommen willst, there is nothing in the mind of God. Es gibt nichts drin, but man. Außer dem Mensch. Every thought is just man. Jeder Gedanke ist nur Mensch. Mensch. People think you need, no, man. Ja, also viele denken was anderes, aber Gott hat nur der Mensch. So that's what heaven asks them. What is man? What is man? Deshalb not who is man? What is man? Genau, deshalb wurde die Frage gestellt, nämlich in Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, that you are mindful of? Dass du seiner gedenkst. When we know these things, also wenn wir diese Dinge begreifen, you will not even categorize people that this one is a Christian, this one is not a Christian. You will not. Also, dann wirst du noch nicht mal diesen schwachsinnigen, sage ich mal, Kategorien vornehmen. Achso, der ist Christ, der ist nicht Christ, der ist was weiß ich und sonst was. Also das wirst du alles nicht machen. You will not do that. Das wirst du nicht tun. Because you will see every man. Weil du jeden Menschen siehst. As God. As God. You will see every man. Also du wirst jeden Menschen sehen. And God says, if you want to serve me. Und Gott sagt, wenn du mir dienen möchtest. If you see you love me. Wenn du sagst, dass du mich liebst, then you have to show it. Das musst du dort zeigen. Because this is me, and not you. Denn warum? Ich bin durch die Menschen sichtbar. Every man. Jeder Mensch. Every man. Amen. Some of them are bad, yes. Ja, manche Menschen sind schlecht, ja. Because they are sleeping, right? Warum? Weil sie schlafen, oder? Who they are, they don't know. Ja, warum sind sie schlecht? Weil sie nicht erkennen, wer sie sind. The Bible says that God demonstrated his love when we were still enemies. Denn die Bibel sagt, dass während wir noch Gottes Feinde waren, hat Gott uns seine Liebe erwiesen. No, God was not our enemy. Gott war nicht unser Feind. He has never been. Gott war nie unser Feind. He will never be enemy of man. Und Gott wird niemals der Feind des Menschen sein. Even the most wicked man on earth. Sogar der böseste Mensch auf Erden. When God looks at him. Wenn Gott ihn anschaut. He looks himself. Gott sieht sich selbst. But that man. Doch dieser Mensch. Because he has taken another idea.
Weil eine andere Idee an seins gemacht hat. Thoughts is dominating him. Eine andere Gedanke beherrscht diesen Menschen. He reflects that thought. Also spiegelt dieser Mensch den herrschenden Gedanken. So to that man, also zu diesem Menschen, God is an enemy. Ist Gott ein Feind? Because God is different. Denn warum? In seinen Augen ist Gott anders. So he sees God differently. Also sieht Gott ganz anders. But God does not see him differently. Also Gott sieht ihn nicht anders. Because God sees himself in the man. Denn Gott sieht sich selbst in dem Menschen. So that's why look, that's why Jesus Christ. Und deshalb Jesus Christus, when he came, als er kam, he looked at the prostitute. Er schaute die Prostituierte an. Prostitute, what is prostitute? Was ist eine Prostituierte? Is somebody who in his mind, das ist jemand, der in Gedanken, he thinks he will get satisfaction from what he, you know, the offering that he offers his body to. Ja, in Gedanken denkt dieser Mensch, ich werde Sättigung, ich werde Zufriedenheit bekommen, wenn ich mein Leib darstelle oder darbringe. For example, because his action is based on a need, on unsatisfaction, fear of tomorrow. Denn dieser Handlung der Prostitution als Beispiel ist wirklich auf Mangel und auf Furcht und auf was würde ich morgen bekommen gegründet. You know, but Jesus never saw a prostitute. Und Jesus sah sie nie als eine Prostituierte. He never saw a thief. Er sah nie jemand als Dieb. He saw that God in the person. Er sah Gott in diesem Person. That's why when you read Matthew 13, deshalb wenn du Matthäus 13 liest, his parables, seine Gleichnisse, he talks about a field. Er spricht über Felder. He talks about treasure hidden in the field. Er spricht über einen Schatz, der im Acker verborgen ist. That when one discovers it, he sells everything that he has. He goes for the field. He goes for the field in order to get the treasure. Nämlich, dass wenn einer diesen Schatz entdeckt, was tut dieser Mensch? Der verkauft alles, um bloß den Acker zu kaufen, worin auch der Schatz. No, he talks about something that God has lost. He calls us, we are lost. Why? To God, we are lost because we first belong to Him. You cannot lose something that does not belong to you. So now, if you come and you tell me that you've lost your handy, it means that it was your handy. It was belonging to you. So you've lost it. So if we were lost to God, it means we have always belonged to Him. These things has to take away some certain veil that religion has placed in us. The way we look at people, categorize them and say, this one is this one is bad. If we don't come to a place where we could see people like Jesus sees them, we cannot really bring them to salvation. We can't. Salvation, which is to take them away from that which holds them from seeing who they are in God. Amen. Amen. Deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass so wie nur wie geschildert wird in Matthäus 13, es gibt Gleichnisse über verlorene Schätze, über verlorene Schätze oder verlorene Schafe. Der Punkt ist folgende. Du kannst nichts verlieren, was dir nicht gehört. Wenn du dein Mobiltelefon verlierst, auch wenn es verloren ist, es hat dir schon mal gehört, sonst wäre er nicht verloren. Und genauso sind wir vor Gott. Der Mensch sieht sich als von Gott getrennt. Der Mensch ist aber von Gott verloren. Und warum? Weil der Mensch vorher mit Gott in Verbindung war. Und das ist auch der Grund, warum der Herr den Menschen rettet. Sie sollen wach werden zu dieser Beziehung, zu dieser Einheit, zu diesem Punkt der Sättigung. Jemand, der verloren ist, was tut er? Er sucht seine Sättigung, seine Zufriedenheit überall sonst und nicht bei Gott. So, you have money, you have houses, you have clothing. Andere Dinge, die man zur Sättigung der Seele verwendet, zum Beispiel Geld, ja, das Typische, ein Haus, dann gibt es Cars. Ja, natürlich, mein BMW darf nicht fehlen, Autos natürlich. This is the mind of man. Jetzt sieht man nun die Gesinnung, die Denkweise des Menschen, ja, die Gedankenwelt des Menschen. Now, the mind of man. Ja, die Gedankenwelt des Menschen is made up of two aspects. Dort gibt es zwei Bereiche, that builds the man mind. Zwei Bereiche, die diese Welt zusammenhängen. The two are the content and the structure of the mind. Die Gedankenwelt des Menschen besteht aus Inhalt dieser Welt und der Auf- und den Aufbau dieser Welt. Was baut dieser Welt auf? So, the mind is structured in the way that
Everything that gets into it, it identifies to it, joins to it. Der Sinn oder die Gesinnung ist so aufgebaut, dass was auch immer in die Gesinnung hineingelangt, identifiziert sie bzw. die Gesinnung nimmt die Eigenschaft dieser Dinge an. Also die Gesinnung, man kann ja sagen, ist wie ein Chamäleon. Ja? Wenn was Grünes da reingeht, was wird die Gesinnung? Grün. So okay. Ungefähr. Please listen. This is so powerful. Das ist sehr kraftvoll. Identification comes from the Latin word. Identifikation stammt aus dem Lateinischen. It's made of two words. In them. Nämlich in dem. Facere. Und facere. In them simply means the same. In them heißt auf Lateinisch dasselbe. The same. So facere means what is in. Facere bedeutet Inhalt. Yeah. What is. In. Inhalt. Content. Dasselbe und Inhalt. So, everything that the mind identified to, joins to. Ja, womit sich auch die Gesinnung verbindet, is the same as the thing. Dann heißt es, die Gesinnung ist gleich dieser Sache. Is the same as the thing. Is the same as the thing. So, in other words, I'm showing something that if you understand this. Also das ist etwas, das wenn du diese Sache begreifst. When you identify, when the mind identifies to all these things, there are many, many things in the world, different things. Also es sind viele Dinge auf der Welt. Wenn die Gesinnung sich mit irgendeinem von diesen Dingen oder mehrere gleichzeitig identifiziert, it takes the identity of the thing. Dann heißt es, dass die Gesinnung mit dieser eine Sache ein und dasselbe geworden ist. It takes the identity. Also die Gesinnung, wie ein Chamäleon, nimmt die Identität von der Sache, womit er sich identifiziert. So, who the person is. Das bedeutet, wer die Person nun ist. Who the person is. Wer die Person nun ist. Is as he thinks. So ist, also gut, wer die Person ist, ist genauso wie die Person denkt. That is a law. Das ist wirklich a law. As a man thinketh, so is he. Ja, so wie der Mensch denkt, so ist er. So what is governing your thinking? Also was beherrscht deine Gedankenwelt? Was ist herrschend in deinen Gedankenwelt? Is a house? Ist das ein Haus? Is money? Ist das Geld? Is clothing? Ist das Klamotten? Is cars? Ist das Autos? So, jetzt gehe ich zum anderen Bereich. Sind das die Kinder, die Enkelkinder, Ehemann? Ja, ja. Please. Wer ist das? Wer ist denn da drin? Wer ist herrschend da drin? You see, these things, they are not taught in the church. Genau diese Dinge werden nicht in den Gemeinden gelehrt. And this is why we have problems. Und deshalb gibt es Probleme in der Gemeinde. That we have limited time. I will show you in the Word of God. These are the teachings of Jesus. Also das werde ich hidden, you can't really know. Also das werde ich euch mal zeigen, aber aus Mangel an Zeit wird es nicht heute sein. Doch das sind die Lehren Jesu Christi. Why did Jesus say that if you love your father, your mother, your child? Huh? How can Jesus say that? If you love them more than me, you are not worthy of me. Nämlich diese Lehren sind aber verborgen. Ja, wie kann Jesus zum Beispiel sagen, wenn du Vater, Mutter, Kind mehr liebst als mich, dann bist du meiner nicht würdig? Because you can't love two masters. Denn du kannst nicht zwei Hauptdinge oder zwei Dinge gleichzeitig. You will be loyal to one. Du wirst dem einen treu sein. And you will despise the other. Und du wirst den anderen wirklich verschmähen. You can't tell in me that you love money and at the same time you love God. That's not possible. Du kannst mir nicht sagen, dass du Geld liebst und gleichzeitig liebst du Gott. Das ist unmöglich. It's not possible. Das ist unmöglich. It's a lie. Das ist eine Lüge. I'm not talking about not having. You can have money, you don't love it. Nein, also bitte nicht verwechseln. Hier geht es nicht darum, Geld zu haben. Es geht darum, Geld zu lieben. Man kann ja Geld haben, ohne Geld zu lieben. God has money. Zum Beispiel, Gott hat Geld. He has the whole universe. Ihm gehört das ganze Universum. But his love is not on money. Doch seine Liebe ist nicht im Geld. Why? Warum? Because he doesn't find satisfaction in it. Ganz einfach, weil er seine Sättigung nicht im Geld findet. His love is not in it. Ja, sein Geld ist nicht seine Liebe. And so, when man identifies to these things, wenn der Mensch sich mit diesen Dingen identifiziert, he takes the identity of the thing. Dann gewinnt dieser Mensch oder nimmt dieser Mensch die Identität von diesem Ding an. I always give an example. Ja, ich gebe immer ein Beispiel. Let's start with a child. Wir fangen mit dem Kind an. You know, a child is growing. Ja, Kind wächst heran. You give the child a toy. Du gibst das Kind ein Spielzeug. He loves it. Ja, das Kind liebt it. He loves the toy.
liebt das Spielzeug. And you take the toy away from the child. Eines Tages nimmst du dem Kind das Spielzeug weg. What happened? So, was geschieht denn? The child begins to cry. So fängt das Kind an zu weinen. Why are you crying? Warum weinst du? And you say, no, this toy is not good. You give the child an iPhone 8. Und du nimmst das Spielzeug weg, das Spielzeug ist nicht mehr gut, hier hast du ein iPhone 8. The child says no. Das Kind wird nein sagen. He says he wants the toy. Kind möchte nur das Spielzeug. But when you compare the prices. Wenn du die Werte dieser beiden Dinger vergleichst. But why is the child connected to the toy? Doch warum ist dieses Kind mit dem Spielzeug so sehr verbunden? This thing started to work. So merkt man, dass das Kind ihr Gedankenwelt entwickelt. Okay, identity. Identität. The sense of who the child is attached to that thing that he loves. Nämlich der Sinn oder die Gesinnung, von wo das Kind wirklich sich selbst sieht, ist wirklich an dem Spielzeug gebunden. So now you as a parent, when you look at the child and the toy, which one is more valuable, the child and the toy? So, wenn du als Elternteil dein Kind und das Spielzeug anschaust, welche hat mehr Wert, das Kind oder das Spielzeug? The child, right? Das Kind doch, oder? Sollte man angeben, machen. Genau, sollte man angeben. So, you look at it, you say, oh, look, my child is more valuable, you know, the toy is just, this is the same thing, the houses that we have in this world. The cars, the clothes, you know, everything that is inside of this world are toys. That when God looks at them, God gave it to us to play with. Isn't toys? Und dementsprechend ist es so, dass da unser Kind oder da dein Kind und mein Kind viel wertvoller ist als das Spielzeug. Genauso schaut Gott uns an. Er schaut uns an mit unseren Häusern, mit unseren Technologien und alles, Entwicklung hier und da. Und er sieht uns und sagt, du bist wertvoller als diese Dinge. Er gibt uns nur diese Dinge zum Spiel. So another of our brother, who is stubborn, he will take my toy, he will take like my car, and I'm going to fight him. My father said, leave, it's toy, this is nothing. He said, until I take knife, I want to kill him. Jetzt kommt die Szenarien und dann kommt ein anderes Kind, also sprich ein anderer Mensch, und nimmt mir mein Lieblingsspielzeug weg. Mein BMW? Genau, mein BMW. Und was tue ich? Da möchte ich den ummucksen. Warum? Weil ich nicht den Blickwinkel meines Vaters habe, der mir sagt, lass das, das ist nur ein Spielzeug, lass ihn doch mitnehmen. Nein, ich möchte kämpfen. Das ist mein Spielzeug. Is it not the scenario we see around? Ist das nicht das, was wir um uns herum erleben? We cause suffering to each other. Wir sorgen für Leid untereinander. For nothing. Also um nichts. Money is nothing. Ja, Geld ist nichts. But you see the Christian today. Doch du siehst den Christen heute. I'll give me money. Die kriegen die Augen noch nicht mal zu. One house. Schweiß läuft ohne Ende, aber nur um ein Haus. Really? And really, believe me, this is a problem of man. Und glaub mir bitte, das ist das Problem des Menschen. This is what the Bible refers to as death. Genau hierzu oder hierauf bezieht sich die Bibel als Tod.